Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in World 5. Denn spielt das hier auf dem PC. Wir wollen heute mal das Route Hopping ausprobieren. Und zwar geht man dazu im Menü auf die Reise Kassler König, dann auf das erste Kapitel. Und dann nimmt man sich den ICE 793 Berlin Ostbahnhof und ja, wir fahren jetzt mit diesem Zug bis Fulda, springen dann von Fulda über die Funktion Route Hopping auf die Strecke Kinzigtalbahn Frankfurt-Fulda, dann nach Fulda und nehmen dann denselben ICE bis nach Frankfurt. Und genau das wollen wir heute ausprobieren, ob das funktioniert. Dazu müssen wir hier natürlich schnell sein und dürfen nicht allzu große Verspätung haben. Das heißt, wir werden jetzt hier auf jeden Fall zusehen, dass wir hier auch die Sachen alle eingestellt bekommen, die wir brauchen. So, das haben wir soweit. Die AFB noch auf 40 vorwählen. So, genau. Dann dürften wir eigentlich soweit sein. Fernlicht ist normal. So, genau. Das müssen wir noch auf verriegeln bzw. freimachen. Und da sind wir abfahrbereit. Genau. Können jetzt gleich die Türen verriegeln und uns dann auf den Weg machen. Wie gesagt, Haltepunkt ist dann Fulda um 12:44 Uhr. Sollen wir da sein? Übrigens hat mich das Video inspiriert oder wurde ich inspiriert oder ich wurde inspiriert durch Felix der Weise, der hat das schon mal probiert. Unglücklicherweise durch verschiedene Umstände hat er es dann halt nicht geschafft. Unter anderem, weil der ICE nicht mehr wollte. Er hatte da leider, glaube ich, vergessen, die HLL zu füllen, sodass er nicht mehr losfahren konnte und kam dann mit 4 oder 5 Minuten Verspätung in Fulda an. Und damit war das Projekt natürlich gestorben. Und ich versuche das heute mal hinzukriegen, dass wir wirklich dann in Fulda auf die neue Strecke Kinzigtalbahn gehen, ebenfalls in Fulda. Und dass wir dann den gleichen ICE nehmen bis nach Frankfurt am Main, sodass wir dann wirklich von Kassel-Wilhelmshöhe bis nach Frankfurt fahren können. Genau. ICE 793 von Berlin Ostbahnhof nach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof, wobei wir natürlich bis Frankfurt am Main Hauptbahnhof fahren nur, logischerweise. So, aber das wollen wir natürlich ausprobieren, ob das funktioniert. Genau, los geht's. Nächster Halt Fulda. In gut einer halben Stunde sollen wir da sein. So, wir sind da glaube ich schon in der LZB drin, soweit ich das weiß. Dann können wir ruhig aufschalten. Das Einzige, was wir drücken müssen, ist die SIFA. Genau. Und dann möge das Projekt klappen. Ich hoffe das auf jeden Fall, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, sodass wir den ICE wirklich von Kassel-Wilhelmshöhe bis nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof fahren können. So, wir sind in der LZB, dürfen auch schon 140 fahren. Können das HUD schließen und dann können wir jetzt die chillige Fahrt bis nach Fulda erleben.
ich hoffe, dass wir wirklich, weil ich glaube, der hatte auch, der Felix hatte, glaube ich, auch kurz vor Fulda ein rotes Signal, weil da ihm der RB oder so vor die Nase gefahren ist. Genau, da war das Gleis, glaube ich, nicht frei und er musste dann, glaube ich, ziemlich arg in die Bremse gehen, soweit ich das weiß. Und ja, dann haben sich natürlich die Bremsen nicht mehr lösen lassen. Er hätte einfach, das hat er aber dann leider erst später gemerkt, er hätte einfach hier auf diesen Schalter drücken müssen, mit sich hier der Hauptdruckluftbehälter wieder füllt, sodass wir dann weiterfahren kann. Ansonsten wird das nämlich nichts. Und das hat der Kollege leider in dem ganzen Stress dann leider zu spät gemerkt und schon war das Projekt gestorben. Aber die Idee war sehr gut, dann von ihm habe ich die Idee, das muss ich wirklich sagen. Also lieber Felix der Weise, vielen, vielen Dank für die Inspiration und für die Idee. Ich hoffe, dass das klappt bei mir. Ja, dann haben wir beide ein bisschen was getan. Du hast die Idee auf den Weg gebracht, hast das vorgemacht und ich bring's dann hoffentlich erfolgreich zu Ende, sodass wir dann wirklich, ja, das Roothopping hier mal wirklich in vollem Zuge, im vollen Umfang genießen können und ich das auch präsentieren kann. Ich denke, ein schöner Deutschland ICE, sehr schön, sodass wir dann halt ja, das hier auch präsentieren können. So, aber wie gesagt, das sind noch ein paar Kilometer, bis wir das jetzt erfüllen können. Was ganz wichtig ist, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben aufgrund irgendeiner dummen Zwangse, weil das würde natürlich unnötig Zeit kosten und das würde das ganze Projekt gefährden, sodass wir hier immer wirklich auf die Signale achten. Aber solange wir in der LZB sind, kann ja erstmal gar nichts passieren. Wichtig ist nur, dass wir die SIFA drücken. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Wunderschön. Wunderschön. So, da vorne kommt schon der nächste Tunnel. Das ist natürlich Kassel-Würzburg, die längste Strecke hier beim TSW und auch die Strecke mit den meisten Tunneln. Ich kenne wirklich sonst keine Strecke, die so viele Tunnel hintereinander hat, in so einem kurzen Abstand. Ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ja, von daher, genau. So, wir haben irgendeine Geschwindigkeitsveränderung. Ja, eigentlich nicht. Bleiben bei 1250. Das ist doch sehr schön. Da sind die 86 Kilometer bis Fulda eigentlich gar nicht so lang, wie einem das eigentlich vorkommt oder wie man denkt. Wunderschön. Einfach wunderschön. Nach wie vor 2,50. Und das ist eben das Schöne an der Strecke, dass man da wirklich nicht großartig ja, viel machen muss, sondern eigentlich nur die SIFA drücken und dann die Fahrt genießen. Ja, das ist also so das, was man hier zu tun hat. Muss ich nur eben gucken bei dem lieben Kollegen Felix, auf welches Gleis man laufen muss, um die ja, um die um den Punkt der Hut des ja, des ja,
den Punkt für den für die für die für die Root Hopping zu finden. Nicht, dass wir da gleich in Fulda irrlos, ziellos durch die Gegend laufen und den Punkt nicht finden. Das kostet ja auch nur unnötig Zeit, da kann man sich das lieber vorher schon mal anschauen. Bei dem lieben Kollegen Felix der Weise. Das sieht mir aber nach Gleis, wo ist er? 6-7 aus. Okay, alles klar. Gleis 6-7, da müssen wir also hin. Gut, dann gleich, wenn wir dann in Fulda sind, direkt aussteigen. Gleis 6-7, dann an dem Punkt, wo man diesen, wo man Roothopping dann halt auch machen kann. Dann auf die Strecke Kinzigtalbahn wechseln. Wieder ist man natürlich wieder in Fulda und dann den gleichen, dann wieder zurück und den gleichen ICE nehmen, mit dem man auf der Strecke Kassel-Würzburg gefahren ist und mit dem dann weiter bis Frankfurt fahren. Das ist der Plan und ja, ich hoffe, das funktioniert alles so, wie es soll. Ja, das ist also heute das Projekt, was ich sozusagen fortführe von dem Kollegen Felix der Weise und ja, schauen wir mal, hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe euch ja schon mal in einem Video gezeigt, wie das Roothopping an sich funktioniert. Also wenn man das halt so macht, die Strecken wechseln auf Einstrecken, an denen das möglich ist. Das ist ja einmal auf der Strecke Dresden-Riesa möglich, weil auch Chemnitz-Dresden ja gibt, ne, weil es da zweimal Dresden gibt, logischerweise. Es ist auf der Strecke, wie gesagt, Kassel-Würzburg möglich, weil auch Kinzigtalbahn Frankfurt-Fulda ist Fulda zweimal. Es ist auf der Strecke Main-Spessartbahn möglich, wegen Aschaffenburg, zusammen mit der Maintalbahn. Genau, ich glaube, das war es dann auch schon an sich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich glaube, 3 oder 4 Strecken ist das möglich. Aber das, ihr könnt euch gerne nochmal das Video anschauen, da habe ich das ganz genau erklärt, wie das mit der Roothopping funktioniert. Und wir wollen das heute mal, wie gesagt, in der Praxis erleben, dass wir wirklich mit diesem Zug bis zu seiner Endstation Frankfurt am Main Hauptbahnhof, beziehungsweise Endstation wäre für diesen Zug Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof. Da kommen wir natürlich nicht hin, logischerweise. Aber wenigstens bis Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Das wäre auf jeden Fall so mein Plan heute. Genau, und ich hoffe, dass das wirklich funktioniert. Wir haben jetzt noch gute 58 Kilometer. Genau, noch circa 20 Minuten, bis wir in Fulda sind. Wenn nichts dazwischen kommt, was ich hoffe, dass wir pünktlich einfahren, vielleicht sogar überpünktlich. Das wäre noch toll, wenn wir eine Minute Zeit haben noch, dann können wir schön aussteigen, zu dem Gleis laufen, Roothopping machen, auf die andere Strecke wechseln, wieder zum Zug rennen, also zum richtigen Gleis, dann in den Zug einsteigen und pünktlich dann in Fulda mit dem gleichen ICE 793 auf dem Weg von Berlin-Ostbahnhof nach Frankfurt am Main Fernbahnhof Flughafen bis zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig schön. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen nervös gerade, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil man weiß das ja vorher nicht. Man fährt hier eine gute halbe Stunde. Und man weiß eben am Ende nicht, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Und ja, da ist man immer so ein bisschen aufgeregt und nervös. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr mal irgendwie was vorhabt hier beim TSW und ihr wollt das präsentieren und ihr wisst nicht genau, ob das klappt. Ich bin ja immer so ein bisschen aufgeregt und nervös. Und ja, wenn es klappt, wäre es echt schön. Das wäre echt schön. Das wäre richtig, richtig schön. Und ich danke dem lieben Felix der Weise dafür, dass er mir oder dass er das auch vorhatte. Ich bin erst durch ihn darauf gekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und es tut mir wirklich leid, dass das nicht funktioniert hat bei dir. Ja. Ich versuche es besser zu machen und wir YouTuber helfen uns natürlich gegenseitig untereinander und ja,
Ich führe das gerne weiter, führe das gerne aus und hoffe, dass es heute klappt. Und I've been inspired by Felix der Weise, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder I get inspired by Felix der Weise. Nur wie gesagt, es darf nichts dazwischen kommen. Keine Zwangsbremse, keine Sieferzwänge, kein nichts. Es darf kein unnötiges rotes Signal dazwischen kommen. Es darf kein technisches Problem dazwischen kommen, sprich irgendwie, dass wir die Bremsen festsitzen haben, sondern es muss wirklich 100% funktionieren. Sonst ist der ICE weg, wenn wir dann in Fulda sind und auf die andere Straßenseite, wollte ich schon sagen, auf die andere Strecke wechseln. Der ist dann leider dann schon weg. Der steht zwar, wenn wir in Kassel-Würzburg sind, klar steht er da noch, logischerweise. Aber wenn wir dann die Strecke wechseln, dann ist der vom System aus, ist der dann halt schon pünktlich abgefahren. Und dann haben wir keine Chance mehr, den irgendwie zu erwischen. Und das ist also das Ganze, worum es sich heute dreht hier, woran es auch hängt, dass, ob es klappt oder nicht. Dass wir hier ja irgendwie keine Spielchen haben, keine Probleme haben, dass wir alles hundertprozentig machen. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir hier auf der Strecke LZB haben. Dass ich eigentlich wirklich nur die Siefer drücken muss und gegen Ende vielleicht eingreifen muss. Wobei ich mir vorstellen kann, wenn wir kein rotes Signal haben, dass wir wirklich bis Fulda LZB haben und auch LZB gebremst werden. Ich meine, das war so. Bin mir natürlich nicht sicher, aber ich meine, das war so. Bis jetzt sind wir ja gut in der Zeit. Wir haben keine Probleme bis jetzt und ich hoffe, das bleibt auch so. Sie auf jeden Fall drücken, das ist ganz, ganz wichtig. So, wir haben noch
Ach, sorry. 30 Kilometer. Gute Viertelstunde. Das sieht doch gut aus. Wie gesagt, vielleicht kommen wir sogar überpünktlich an. Das wäre natürlich das Beste, was uns passieren kann. So. Natürlich. So, wir haben eine Geschwindigkeitsveränderung. So. So, jetzt müssen wir eben schauen hier. 260, ja, wir haben noch gute 13 Kilometer. Noch sind wir in der LZB. Also noch haben wir gute Chancen, das Projekt erfolgreich zu halten.
220 nach wie vor. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Also das hat mal an. Genau. Es könnte sein, dass wir jetzt rot haben irgendwo. Ich sehe aber noch keins auf dem Streckenmonitor. Doch, da kommt ein rotes Signal. Das könnte aber auch am Bahnhof sein. Oder es ist kurz vorm Bahnhof. Das könnte natürlich jetzt der Knackpunkt sein. Da müssen wir mal kurz schauen. Also wir haben ja noch gute 6, 7, 8 Minuten. Das muss jetzt natürlich alles sauber klappen. Bin ich jetzt echt gespannt, ob das klappt. Das rote Signal stört mich ein wenig. Aber wir haben ja noch einiges an Zeit. Und soweit sind wir jetzt auch vom Bahnhof gar nicht mehr entfernt. 2,8 Kilometer, das ist jetzt nicht mehr die große Weltreise. Bis wir mal am roten Signal sind, ist bestimmt noch ein Kilometer weg. Also es könnte klappen, es könnte klappen. So, jetzt haben wir gleich 39, dann sind es immer noch 5 Minuten. So, hier ist das gelbe Vorsignal. Und ich denke mal, dass wir rot haben, liegt irgendwo hier dran an der Regionalbahn. Den können wir den entfernen. Ich weiß aber nicht, ob das Spiel irgendwie gefährdet. Wir machen das mal anders. Wir machen das mal anders. So. So, genau. Eventuell hilft es ja, wenn wir jetzt den Zug da entfernen, die Regionalbahn. Das ist nämlich eine RB5. Wenn wir den jetzt entfernen, LZB greift ein. Ansonsten müssen wir den Zug gleich bremsen. Wir kommen auf jeden Fall pünktlich. Wie gesagt, wir können. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, den Zug entfernt. Mal gucken, was dann passiert. So, er bremst auf jeden Fall selbstständig, das ist schon mal sehr gut. Wir sind definitiv pünktlich, weil ich weiß nicht, wie das jetzt mit der RB geworden wäre, ob der da pünktlich weggefahren wäre oder nicht. Man weiß das ja eben nicht, man muss es ja eben ausprobieren.
So, fahren wir hier an den Hauptbahnhof von Fulda, beziehungsweise an den Bahnhof von Fulda, auf Gleis 4 ein und müssen jetzt zu Bahnsteig 6-7, damit wir auf jeden Fall den Zug erwischen bis nach Frankfurt. So, Türen entriegeln, dann raus hier. So. Dann nach Gleis 6-7. Ach, ist das immer elendig, wenn man nicht weiß, welche Seite. So. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Geht doch mal aus dem Weg, Mensch. Lange Zeit habe ich auch nicht mehr. So, 6-7 ist. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt aufs freie Spiel zurück. Gehen dann hier hin. Sechs, sieben. Gehen dann hier zu dem Punkt Route-Hopping. Das war doch hier, ne? Ist das da hinten oder ist das hier jetzt? Ne, da hinten, glaube ich. Da hinten ist das. Genau, da ist der Punkt mit dem Fingerhut. So nenne ich das jetzt einfach mal. Unser ICE steht da ja noch. Der hat auch noch nicht Abfahrt. Eine Minute haben wir noch. So, da müssen wir hier drauf gehen. Da drauf gehen. Da drauf gehen. Dann kommt dieser hübsche Ladebildschirm. Und da müssen wir jetzt ganz schnell wieder zu Gleis 4 zurück. Und unser ICE ist weg. Also das mit dem Route-Hopping scheint tatsächlich nicht zu funktionieren, weil unser ICE tatsächlich weg ist. Warum auch immer. Das ist jetzt natürlich, das finde ich jetzt, oder der kommt, weil wir haben ja noch nicht 44. Das kann natürlich sein, dass der noch kommt. Das kann natürlich sein, dass der noch kommt. Weil wir ja noch nicht 44 haben. So, was kommt? Da kommt eine IC. Das ist die IC 1193, Frankfurt am Main Flughafen. ICE 787. Eigentlich, das ist doch jetzt. Der ist auch zu früh, der IC. Der ist zu früh. So, was ist denn jetzt, wenn wir jetzt wieder nach Fulda, ach, auf die andere Strecke gehen? Oder wir machen es noch anders. Wir versuchen es, wir haben ja abgespeichert, dann machen wir das jetzt mal. Dann machen wir das jetzt mal, dass wir auf die RB warten, bis die da weggefahren ist. Und dann versuchen wir es doch mal. Vielleicht liegt es daran. Das kann natürlich sein. Ja, machen wir das einfach mal. Genau. Versuchen wir es dann mal. Dann haben wir ja alles korrekt gemacht. Wenn, dann machen wir es korrekt. So. So, ist natürlich hier. Einmal zurücksetzen und die ganze jetzt auf 40 vorwählen.
Moment. So. Volle Leistung. So, die LB ist weg. Wir haben Grün. Das heißt, wir fahren jetzt ohne Fake, ohne Zug entfernt, ohne alles fahren wir jetzt an den Hop, an den Bahnhof von Fulda. Pünktlich sollten wir das auch schaffen, bis wir da ankommen. Das sind ja nicht mehr, das ist ja knapp ein Kilometer noch. Und dann versuchen wir, dann speichern wir ab und dann versuchen wir das mal, ob das diesmal klappt mit dem Route-Hopping. So, dann müssen wir uns hier gleich wieder automatisch bremsen. So, spätestens jetzt müsste der anfangen zu bremsen. Tut er aber nicht, oder? Doch. Da muss man einmal die HL-Dingsbums drücken. Wisst ihr was? Dann steigen wir halt hier aus. Dann steigen wir halt hier aus. Keine Lust jetzt hier groß zu rangieren. So. So, Zeit haben wir ja noch. Wir gehen hier runter. Gehen nach Gleis 6, 7. Das ist hier. Gehen dann hier vorne zu dem, nee, zu dem Fingerhut. Und der müsste da ja gleich noch stehen, wenn das jetzt wirklich funktioniert mit den Route-Hopping. So. Das müsste ja jetzt eigentlich funktionieren. Warum? Hä? Warum bin ich denn jetzt hier? Was soll denn der Scheiß? Warum? Hä? Was ist denn? Ich dachte, das ist alles scheiße. Weiß nicht warum. Hä? So, machen wir das noch mal.
In die falsche Richtung. Na, irgendwas ist da falsch. Muss ich das doch erst. Ne, jetzt bin ich da. Aber der ICE ist nicht da. RE50. Das ist. Siehst du, warum funktioniert das nicht? Das ist eine gute Frage. Warum funktioniert das nicht? Bin auf jeden Fall jetzt auf der Kinzigtalbahn. So, aber der ICE 793 ist nicht. Oder wir machen das noch anders. Wir versuchen das jetzt auf jeden Fall mal mit, dass wir das ablaufen lassen. Also, dass wir das praktisch erfolgreich beenden und dann Woodhopping machen. Das kann natürlich sein, dass das auch daran liegt. Ansonsten weiß ich leider nicht. Es kann natürlich sein, dass das daran liegt. Weil hier Frankfurt am Main, IC 793, 12.44 Uhr. So, dann gehen wir jetzt mal zu diesem Punkt dahin. So, wir warten noch. So, er fährt auf jeden Fall weiter. Ihr seht das. Ja, er wird auf jeden Fall schon mal ordentlich an den Bahnsteig gefahren. So. Wir haben 44, dann versuchen wir das jetzt mal. Aber der Zug ist jetzt weg. Also es funktioniert irgendwie nicht mit dem Woodhopping. Hier steht wieder nur RE50. Also ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Oder wir müssen den Zug richtig an den Bahnsteig fahren. Das kann natürlich auch sein. Ansonsten, wenn ihr noch eine Idee habt, wie das funktionieren könnte, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Wir fahren den Zug auf jeden Fall nochmal. So, ja. Mal eben die Türen schließen, wir ordentlich an den Bahnsteig fahren können. So.
So, Türen öffnen. Dann speichern wir jetzt mal ab. So, das auf jeden Fall. Speichern nochmal ab. Steigen aus. Wir können ja auch das ganz anders machen. Wir können ja auch das ganz anders machen. Wir können ja auch das so machen. Aber er ist trotzdem weg. Er ist trotzdem weg. Es bleibt der RE50. Und das will ich, kapiere ich nicht. Warum funktioniert das nicht? Das ist halt das Komische. Das ist wirklich schade, dass das nicht funktioniert. Oder ich mache irgendwas verkehrt, ich weiß aber nicht was, das ist das Problem. Ich weiß einfach nicht, was ich verkehrt mache, ehrlich gesagt. Wenn ihr mir das sagen könnt, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Es ist schade, es ist wirklich schade. Ich kann es euch einfach nicht sagen, woran es letztendlich liegt. Auf jeden Fall. Ist es so, wie es ist? Also Felix sagte ja, es war irgendwo mal zu sehen, dass das möglich ist. Wir können das ja auch mal auf der Strecke Dresden probieren, Riesa Dresden. Ob das da irgendwie möglich ist, weil hier ist es schlicht nicht möglich. So viel kann ich euch schon mal sagen. Weil ihr seht das selber, dass das nicht funktioniert. Es ist eigentlich schade, man ist eine halbe Stunde gefahren, um das Ganze auszuprobieren, und letztendlich ist es nicht möglich. Also ich weiß wirklich nicht, woran es letztendlich liegt. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Ich weiß es leider einfach nicht. Wie gesagt, man kann nur vermuten, dass das irgendwie damit zu tun hat, wann man da ankommt, wie man da ankommt. Es ist einfach schade.
wie gesagt, man macht das hier und es ist trotzdem nicht möglich. Das ist einfach schade. Also wie oft wir das auch machen, es ändert sich nichts. Es bleibt der E50, der hier irgendwann mal auftauchen soll, seit ein paar hundert Minuten. Aber das war's. Ja. Es ist wirklich schade eigentlich. Aber man kann ja leider nichts dran ändern. Das Einzige, was wir noch machen könnten, ist nach Frankfurt zu reisen. Irgendwie. Und da vielleicht noch was machen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach schade, dass das nicht funktioniert. Das ist wirklich schade. Ja. So, eigentlich logischerweise müsste der ICE 793 ja jetzt auf dem Weg sein nach Frankfurt. Irgendwo hier. Das ist jetzt laut Fahrplan dürfte der nicht länger als eine Minute jetzt fahren. Aber ich sehe den hier nirgends. Es ist einfach schade, dass das nicht funktioniert. Aber ja, was will man machen? Man kann sich leider nur wundern. Es ist wirklich schade, einfach. Wirklich schade. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man jetzt von Frankfurt nach Fulda fährt und dann die Strecke da wechselt. Das könnte man vielleicht in einem der nächsten Videos probieren. Aber wie gesagt, es hat ja jetzt, bringt ja jetzt auch nichts hier. Großartig was zu versuchen, was dann vielleicht am Ende wenig funktioniert. Könnt ihr jetzt noch mal Fahrplan fahren, aber könnten wir das Szenario ziehen beginnen? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Ich kann es euch leider überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, wir könnten jetzt in die Reise gehen. Also wir könnten jetzt in die Reise gehen, am Val d'Aran, und dann könnten wir es hier so ein ICE nehmen, der aber dann nur solche der aber nur solche Szenarien beinhaltet. Deswegen, also Moment mal. Kassel-Würzburg. Ich mal irgendwas gucken. Das Kasselers König. Also wir haben das hier genommen. So funktioniert das. Das haben wir auch abgeschlossen. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr, eine halbe Stunde noch bis nach Fulda zu fahren und dann zu sehen, dass das eh nicht funktioniert. Wie gesagt, der würde jetzt
fahren sie nach Fulda nach Frankfurt und den könnte man nehmen, dann würden wir nach Fulda fahren. Also sind wir aber auch eine Stunde unterwegs. Und dann vielleicht festzustellen, dass das gar nicht funktioniert. Ja, also das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, dass wir den ICE 1651 nehmen, den bis Fulda fahren und dann in Fulda auf die andere Strecke gehen. Und dann das Ganze dort dann halt ausprobieren. Aber ich sage euch, ich prophezeie ja mal, dass das wohl nicht funktionieren wird. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Wir könnten aber auch, vielleicht ist das günstiger, wenn wir hier mal rausgehen, dann die Strecke, wir haben ja noch ein paar andere Strecken, auf denen das funktioniert. Unter anderem die Strecke Main-Spessart-Bahn. Den könnten wir bis nach. Hier haben wir natürlich nur Regionalzüge, das ist natürlich ein bisschen doof. Maintal, da haben wir auch nur Regionalzüge. Nahverkehr Dresden, da sich eingewöhnen, Grundlagen, alles genau. Bis Dresden, das sind aber auch 38 Minuten, 35 Minuten. Aber der hat ja auch in Dresden nach Endstation wahrscheinlich. Dresden nach Riesa. Hin und zurück. Weil wir bräuchten schon irgendeinen Zug, der weiterfährt. Also nicht dort Endstation hat. Das macht ja gar keinen Sinn. Ruhrsieg Nord können wir auch noch gucken. Weil natürlich Hagen zweimal. Nach Leitmate fahren Sie diesen, fahrt weiter in Richtung Süden nach Hagen. Ziel nach Hagen, fahren Sie diesen Zug nach Siegen. Das sind doch alles so lange Fahrten. Nach Hagen, nach Siegen, nach Hagen, Ziel nach Hagen, das ist alles. Das ist alles Käse. Das ist alles Käse. Das ist alles Käse. Tarantarampe, Dresden, das würde natürlich auch sich anbieten. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt. Da kommen wir über eine Stunde. Jetzt Nahverkehrszug nehmen, der hat dann wahrscheinlich in Dresden Endstation. Das heißt, dann können wir mit dem nicht mehr weiter nach Frankfurt fahren, weil der keinen Fahrplan mehr dafür hat. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und hier ist das, wie gesagt, nur, wir können natürlich auch den nehmen. Achso, wir müssen erst die anderen Herausforderungen beenden. Das ist natürlich Frankfurt Fernbahnhof nach Berlin. Den könnten wir jetzt von Fulda nach Kassel-Wilhelmshöhe. Aber das ist der falsche Weg. Weil der ja in die falsche Richtung fährt. Der fährt nach Kassel. Wir brauchen ja einen, der nach Fulda fährt. Das ist das Problem. So, und der bringen weiter von Würzburg nach Fulda. Wo sie Züge wechseln werden und anschließend von Fulda nach Kassel fahren. Das ist auch blöd. Also das geht gar nicht. Das war die einzige Möglichkeit und das haut leider irgendwie nicht hin. Also wie gesagt, wenn ihr da Ideen habt, wie man das Ganze noch verbessern kann, damit es klappt, schreibt sie bitte, bitte in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Euer der Dennis Spieters. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss.